Es geht weiter bei Cognition. Wir reden mal mit unseren Kollegen. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie weiterkommen. Wir haben in der letzten Folge ja einiges ermittelt, wo dieser Robert Gottman wohnt. Und soweit ich weiß, wäre John und Davis oder Sully und Davis. Einer von den beiden war auf jeden Fall mit involviert bei der Befragung. Und deswegen würde ich sagen, bequatschen wir die erstmal. McCoy? Red? I found something interesting in Davy's office. Reed, tell me you didn't sneak in there. Relax. Listen to this. Davy's got a fax yesterday. It mentioned someone was going to be hanged before the killing. So that's why she brought us in. The message also points to a package left in the post office for Davy's. Davy shredded the message. It must not have been fully shredded because later she pulled it and saved what was left. But why didn't she just mention this last night? She's walking on eggshells, and last time we cracked one, a lot went wrong. But we have a killer on the loose. She should have told us everything. You don't know everything that's happened around here, Red. Trust me on this, kiddo. I'm going to call her. I tried earlier. She didn't pick up. Okay. How's the case going? It's going. Well, you know what to do. Put your clues together, go back to the crime scene, pay a visit to Dr. Gallagher, see what surfaces. Das haben wir doch schon gemacht. I found something really interesting. Yeah? Whoever did this left clues behind that are pointing to another old case. Go on. Well, here's the thing. This other case, it was a hanging too. But it was closed as a suicide. Apparently the husband insisted it was a murder. What do you think? I need to gather more info. Keep me posted. Oh, das war schon alles? I'm going to go back to my work. Go get him, Red. Schade. Was sagt Sully dazu? Davis ist also nicht da, die können wir nicht befragen. Hey, Sully. So, you change your mind about lunch? No. I need to ask you something. What is it? Der Fall Sarah Goodman. I found your name on a case and I need details. You remember anything about Sarah Goodman? How can I forget? That was my first case, when McAdams was still in charge. I took the case with Davies. Why did the FBI take the case? Because of the husband. He refused to believe it was a suicide. He had some important and powerful friends, and we got pulled into it. Mm-hmm. Okay. Ja, Sully, dann erzähl uns mal was über den Ehemann und was genau passiert ist. Und wir müssen natürlich auch über die Schließung des Falls diskutieren. How did it go down? The husband had left for a business trip. He was always abroad. When he came back this time, he found his wife hanging in their condo and immediately notified the police. How did the case get handed off to the FBI? The detective on the case immediately ruled it a suicide. The husband made some calls and before you know it, Davies and I were driving to the scene. So you were there at the crime scene? Yeah, it was wicked awful. The woman had been dead for a while. Nothing like that for your first real case. Not that it was much of a case, or so Davies thought. Hmm. So the husband, this Robert Goodman, he was cleared of all charges? He was abroad on a business trip. We checked and his story cleared. He was very disturbed. Nobody's that good an actor. Do you know where I can find him now? As it happens, yeah. I saw him not long ago. He's on the streets. He is? Yeah, here's the saddest part of the story. He never gave up on the case. He obsessed over it. Quit his job, spent all of his money, lost his home. And it drove him mad. I dealt with him a lot of times when he would come here to beg for us to reopen the case, saying he had new proof. So that's who that was. I remember seeing him a few times, yeah. Did you ever look at this new evidence? Briefly. He went on about the possibility of someone having done this to others, but Davy said we'd be wasting our time, and really, there was nothing concrete. As for where you can find him, he hangs out around Shafter Avenue in Dorchester. I'll send the exact location to your phone. Hä? Welcher Typ? Also, die scheint ihn ja zu kennen. Ja, habt ihr eben gesehen, an dem Telefon steht Frisco statt Cisco. Das ist schon ziemlich witzig. Ja, Schließung des Falls. Who closed the case? Davies.
We did our due research, interrogated Robert Goodman, but there was nothing pointing at murder. We talked to several family members who knew Goodman's wife. They had moved to the city recently from some suburb in California because of the husband's work. What did the relatives say? The victim was on antidepressants. They'd been living here for a little less than a year, and she wasn't coping well with the move. It all pointed to suicide. So, what's your interest? I need to look at a couple of things before I can say. I may need your help on this. Anything you need, Erica. Thank you, Jared. Alles, was du brauchst. Hier, da. Fisco statt Cisco. Hi. Witzig. See you later, Sully. Yeah. So, da war ich mit meiner Vermutung von Depression, verrückt sein, ja gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das waren diese Medikamente, die wir da eben gesehen haben in dem Computer. So, wir haben die Lokalität des auf der Straße lebenden Robert Goodman, genau, auf das Telefon bekommen, geschickt die Koordinaten. Ich weiß nicht, ich meine, wenn man auf der Straße wohnt, klar, hat man vielleicht irgendwie einen Hauptwohnort, aber eigentlich, naja, ich überlege gerade, können wir da hinfahren? Oder fahren wir erst dahin? Ja, fahren wir erst zu Robert. Robert's Alley, also das ist ja schon, hat eine ganze Gasse, nicht schlecht. Oh, was denn hier für ein... Aha. Shafter Avenue, was haben wir hier? Nein, ach, ja. Das war ein bisschen zu voreilig. Du bist ja schon da, warum fährst du nochmal dahin? So, was haben wir überhaupt hier? Wir haben nur Obdachloser und verlassen. Na gut. So, ah ja, die Mikrokassette, die hatten wir ja auch bekommen von der... Wie heißt die nochmal? Gwen. Hallo. Hallo. I'm looking for Robert Goodman. Do you know where I can find him? Who's looking for him? Wie geil. Robert Doppelpunkt, wer sucht mich? Oder so nach dem Motto. I should ask that man about Robert. About Robert Goodman. Who's looking for him? Ach, wer will das wissen? Ich natürlich. Ach, ich habe aber falsch gedrückt. Entschuldigung. I'm Special Agent Erica Reed, FBI. Can you point me to Robert Goodman? That would be me, Agent. What do you want? Aha, so geht's also. Ist eigentlich krass, dass alle Special Agents sind, ne? Gibt's nicht irgendwelche Oberagents oder sowas? Gut. Achso, da. Sarah Goodman. Oh nein, das wird bestimmt schwierig für ihn. You were married to Sarah Goodman, is that correct? What about Sarah? I'm conducting an investigation on her death, and I'd like to ask you a few questions. I was wondering if you can come with me to the station. I'm sorry, but that's a part of my past I'd rather not relive. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Hm. It would really help if you came to the office with me. No can do. I am fine where I am right now. Aber das glaube ich eigentlich nicht, oder? Hä? Zwingen? Einen anderen Weg finden? Na gut, ich meine, das ist kein Straftäter, ne? Also das... How could I convince him? Das frage ich mich auch. Tja. FBI? Ne, Ausweis haben wir ja schon gezeigt. Das ist ja auch zwingen. Und kann auch eine Überzeugung sein. Man darf das nicht immer so vernachlässigen. Papierfetzen. Nee, oder? This is not going to work with this. Na, ist ja schon gut. Die Kassette vielleicht. This is not going to work with this. Vielleicht muss ich auch jemanden anrufen. Ach Quatsch, ich muss ja das Benutzen-Symbol machen. Nachricht an Dad. Kontakte. Gallagher? Hier, Sully. Sully and I have some history together. My ja, partner, ist gut. John. Ja, ruf doch an. I don't have anything to tell him right now. I don't have anything to tell him right now.
Ach, die Davies können wir mal anrufen, ne? I don't need to call her right now. No, thank you. I don't need to call there right now. Okay, also das geht auch nicht. I don't need to call there right now. Not right now. Later. Later. Okay, immer later. Later, 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 later. Oh. Is this Sarah? Oh, Sarah. Yes, this is her. I don't remember when we took this picture. Mr. Goodman, I know this is difficult for you. I've read your file. I know what happened. There's new information on this case. I believe we may be dealing with a killer. There are others out there whose lives could depend on your help. Will you please come with me? I'll come with you, Agent Reed. But I'm not sure I can be of any help. Oh ja, das gucken wir doch mal. Das kriegen wir doch hin, ne, Kollege. Und schon wieder zurück im FBI Headquarter. Okay, Robert is in the interrogation room. I need to tell John. Ah, ich wollte schon gerade sagen, wo ist denn der Kollege? Aber der darf hier gar nicht hin. So. Mein Partner, John, komm her. Hä? John Schreibtisch. Ich finde das doof, dass ich nicht direkt mit ihm sprechen kann. Warum muss ich eigentlich immer die Lupe drücken vorher? Das ist ja nervelig. Das da. McCoy? Red? Ich finde das so cool. McCoy, Red, immer dieses, naja. So, Robert Goodman. I've brought Robert Goodman with me. He's the husband of that other victim I told you about. Good. Do you want a good cop, bad cop him? No, let me handle this one. All right, let's go. I'll watch from outside. I heard you have Robert Goodman here. Yeah. You know, Erica, let the kid handle it with you. This was his case, after all. Plus, Sully can do some good grilling. So you're determined to keep your lazy ass attached to your desk for the whole day? Nah, I think you should go, McCoy. This is your case now. So who do you want, Erica? Huh? Also er wird ihn durch die Mangel nehmen. Er ist ein fauler Sack, der bleibt einfach da sitzen. Oh, ich hasse das. Ich kann sowas nicht leiden, wenn... Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen hat. Ich denke... Ja, ich hoffe, keine. Also er hat den Fall damals bearbeitet, wäre sicherlich eine gute Hilfe, aber er ist mein aktueller Partner. Hm, ach komm. Let's go, John. Let's fetz, let's go. I want to do this on my own. Go ahead, Red. Ja. I need to get into the room for that. Dann tu das. Interessante Ansicht jetzt. Also wir sehen quasi durch Johns Augen diese Szenerie. Okay, beobachten erstmal. I have to get as much information from him as possible. He's my only lead right now. Ah, das ist aber schwierig. Also, oder wird schwierig werden. Ist ja schon einiges her, der Fall. All right, Mr. Goodman. I'm only here because of what you showed me. I know. And I wouldn't have brought you here if this wasn't important. Oh, I'm not talking. I'm not comfortable. How can I make you feel better? I'm a little hungry. Nee. Also... das glaube ich jetzt nicht, oder? Achso, wir haben ja den Snackautomaten da oben, ne? Robert, please stay here. I have to get something done. Don't take long. Ich fass es nicht. Na gut. Dann gehen wir mal zum Snackautomaten. Snack, snack, snack. Jetzt kommst du bestimmt wieder hier rein, ne? Ja, ich wusste es. Exit. John, I need to take care of something. Keep an eye on the guy. He won't be going nowhere. Ja, sehr gut. Ausgezeichnet. Oh, wie elegant. Hauptbüro. Da wollen wir hin.
Naja, ich meine, Snackautomat ist natürlich auch nicht jetzt nicht so super geil, ne? I need some money for it. Ja, das haben wir. Sehr schön. So, mal gucken. Jetzt können wir wahrscheinlich wählen zwischen Chips, hatten wir ja gesehen. Ich weiß nicht, ob was zu trinken da drin ist. Ah, sie schmeißt was rein. Ach, wir können gar nicht auf... Ach, great. Ach, nee, komm, bitte. Können wir dagegen treten? Works every time. Ja, ist ja auch das absolute Minimum, dass das funktioniert. Gut, Chips sind jetzt nicht unbedingt die besten. Wir haben ja jetzt kein Geld mehr. Hallo? Oh, das ist ja frech. Das waren doch bestimmt ein paar Dollar, oder? Na gut, es gibt ja auch die 20 Cent Münzen. Vielleicht war es doch nicht so viel. So, Chippity Chips. Wo sind sie? Knusper, Knusper. I need to get closer. Ja, dann geh doch rein. Wie beherzt sie sagt. Oh, I need to get closer. Och, ein paar Chips könnte ich jetzt eigentlich auch vertragen. I need to get closer. Ach bitte, Mädchen, das reicht's aber. Ziemlich karg der Raum, würde ich sagen. So, Chibbly Chips. Yeah, good. Sunshine Chips. Wie? How about something sweet? Was Süßem? How about something sweet? Robert, please stay here. I have to get something done. Don't take long. Gut, das erste Mal kann ich noch verstehen. Ich meine, das ist ein Rätsel und das mit dem gegen den Snackautomaten schubsen, das ist halt so ein Klassiker. Das gehört einfach dazu. Das ist einfach super. Aber jetzt nochmal da gehen. Ach Mann. Was Süßem? Wo soll ich denn das jetzt herkriegen? McCoy? Red? Verabschieden. Go ahead, Red. Behalt den Typen im Auge. Och man. Hauptbüro. Aber ich glaube, da gab es ja gar nichts Süßes, oder? In dem Schneckautomaten. Schneckeli Schneck. So, angucken. The old vending machine. Good thing I like to jog or this thing would be the death of me. Nee, da war nix. Da waren nur Tortillas. I need some money for it. Ja, haben wir aber nicht mehr. Ach, verdammt. Wo krieg ich denn jetzt den Donut her? Außerdem habe ich ja kein Geld mehr. Wie soll ich denn den... Ja. Kann man eigentlich angucken, die Dienstmarke? Vielleicht ist da Geld? I was psyched when I graduated the academy and got my badge. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Super. Eier-Sandwich. Well... Maybe it'll help. Naja, also bitte.